Die Frage ist halt, wo setzen wir noch einen Generator hin? Weil ich denke, der Zellenblock, der wird seinen eigenen brauchen. Ja, und dann halt oben hin oder so. Weil dann oben noch genug Platz. So, ich plan mal ein bisschen, ja. Ja. Also Objekte kann man immer noch nicht machen. Ja, super. Oder sollten wir gar zwei einplanen? Wir müssen die ja nicht immer bis zur Maximalgrenze fordern, ne, die Dinge. Aber das Schöne ist, wenn ich dann was drüber lege, ne, dann habe ich plötzlich doch so eine Markierung. Komisch, ganz komisches Spiel. Alles gefixt, gar kein Problem. So, da bin ich ja mal gespannt, wann sie das Ding bauen, du. Die lassen sich aber auch wirklich Zeit, die Jungs, ne? Muss ich ja, also bin ich zufrieden mit denen? Überhaupt nicht. Viel zu langsam, viel zu langsam. Weißt du, da sollen sie mal so 2.000, 3.000 Sachen eben bauen und dann kriegen die das nicht hin, weißt du? Unglaublich. Meine, so eine LKW-Entladung geht ja relativ zügig, ne? Zwei LKWs gleichzeitig ist ja für die kein nennenswertes Problem. Also wenn man mal Aber wir so wollen guckt, die aber ne? auch nicht zu überanstrengen. Nein, nein. Na gut, das ist natürlich eine Menge Material, was hier so angeliefert wird, ne? Aber die LKWs sind auch jetzt nicht mehr so stark beladen. Noch so drei Sachen drauf, das geht ja. Ja, na dann. Ja, wir wollen ja nicht, dass dieses hier überarbeitet wird, weißt du? Nee, um Gottes Willen. Ich frage mich zum Beispiel auch, warum die so viel Putzmittel gekauft haben. Der Putzmittelraum ist komplett voll, aber hier unten steht auch noch mal so ganz viel. Muss man nicht nachvollziehen. Mengenrabatt. Meinst du? Zwei zum Preis von Euch? dreien? Kaufen Sie jetzt Chlorblei? Der Strom reißt nicht ab. Das ist unglaublich. So, was haben wir denn noch? Wir haben überhaupt keinen Zwinger, fällt mir da gerade auf. Bei dem brauchen wir es ja auch nicht. Wieso brauchen wir keinen Zwinger? Weil in dem Block ja keine Hunde laufen. Was? Wieso laufen hier keine Hunde? Nicht mehr Platz für Hunde hier. Du möchtest keine Hunde hier laufen lassen?
Nee. Das ist doch unglaublich. Wie kann man nur so hundenfeindlich sein? Warum flitzen die jetzt da oben rum, die Vollidioten? Frag mich nicht. Ach, weil sie gerade mein Ding bauen. Alles klar. Ja, ich würde nicht mehr so viele Aufträge geben, weil ich würde erstmal sagen, dass sie schauen sollen, dass ich fertig bin. Bitte was? Die werden noch nicht fertig. Außerdem, du weißt genau, wenn wir das Ende. speichern, ne? Fangen wir sowieso wieder beim Planung an. Ja, deswegen will ich ja schauen, dass die fertig werden, dass wir da speichern. Ja, aber Wird dann mal fangen nichts zu wir tun haben. trotzdem bei der Planung wieder an, weil der speichert das wahrscheinlich nicht richtig. Na gut, dann kann ich auch nichts machen, dann war es das für das Spiel. Bitte. Nochmal fange ich nicht an. Ach, du stell dich nicht so Kann an. alleine machen. Kann alleine machen. Ich lieber Mülltrennungssimulator. Ja, wann kommt er denn jetzt endlich mal? Kommt schon noch. Ja, wann? Ich muss das doch Ja, kommt planen. da. Ich muss dich doch da hetzen. Also wie wirklich nur eine Sache auf dem LKW ist, ne, ist unglaublich. Oh, da war mal einer, da waren vier, fünf Sachen drauf. Wahnsinn. Jetzt drehen sie aber richtig rauf. Und vor allem überhaupt nichts, was mit dem Bauen zu tun hat, ne? Metallplatten für die Werkstatt. Die hätten sie schon längst fertig haben können. Jetzt kommen Tabletts. Sehr schön. Tabletts, ja, damit wird was zu fressen gibt. Damit das faule Personal noch essen kann, weißt du? Unglaublich. Unglaublich. Dann kommt ja mal die Tür hier. Stromausfall. Auch wie ungünstig. Gut, dass ich den Fehler gleich gefunden habe, wa? Ja. Wann kommt denn endlich die Tür hier an? Dann habt ihr das doch viel kürzer. Die arbeiten voll nicht mit. Die Spacken. Weißt du, lieber einmal um die ganze Karte laufen, statt hier einfach mal eine Tür einzubauen und dann nur ein Drittel des Weges zu haben, weißt du? Ja, Unglaublich. nee, das nein. Unglaublich. Nee, so kann ich nicht arbeiten. Ich werde aber wirklich nicht fertig, ne? Sag ich ja. Können nix. Daran liegt das. Die können nix. Bis um 2 sitzen wir mindestens noch. Ich glaube nicht mal, bis dahin fertig waren. Das ist doch nicht schlimm, oder hast du was vor? Na, siehst du. So 12-Stunden-Stream. Du wolltest doch immer 24-Stunden-Streams. Hier, jetzt kriegst du sie. Ich hab da schon. Du bist jetzt dran.
Ich brauche keinen 24, ich bin alt. Ich habe den noch nie gewollt. Bin ja nicht bescheuert. Ich habe ja einen 12-Stunden-Stream gemacht. Ich bin ja kaputt, war ich ja wie Hulle, du. Auf gar keinen Preis. Mm-mm. Nee, 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 nee. Lasst mich da mal raus. Ich muss das nicht mehr. Ich muss mir das nicht mehr beweisen. Ich halte doch keine 24 Stunden mehr aus. Ich brauche doch meinen Schönheitsschlaf. Was ist denn jetzt passiert? Was? Was ist jetzt ausgelöst worden, dass plötzlich so viele Sachen gekauft wurden? Der eine Zellenblock wurde möbliert. Zack, der nächste. Und der nächste. Ja. Gleich sind wir pleite. Weißt du, was jetzt der Hammer wäre? Jetzt ist ein Bug drin, es gibt überhaupt keine Gefangenen. Oh, das wäre super. Meine Tür ist eingebaut, sieht man sofort, ne? Ja. Keiner läuft mir den riesen Umweg. So, komm, jetzt mach doch das Ding mal eben fertig, dass ich hier noch für Strömchen sorgen kann. Da sind wohl noch, wenn ich das richtig sehe, noch 4 Zellenblöcke über, die noch gar nicht bearbeitet sind. So sieht es aus. Ja, wie gesagt, die haben wir noch fertig machen lassen und dann... Ja. Wasser durfte man verbinden, ne? Denke. Ja, ein bisschen Wasser muss ja auch noch gelegt werden, ne? Mhm. Und dann machen wir da einfach ein riesiges Wassergatter hin. Fertig ist Wasser. Viel schlimmer ist, wenn die dann ausbrechen, weißt du? Aber wenn sie nicht. Meinst du nicht? Nee. Meinst du, denen gefällt das so gut hier, dass sie dann bleiben? Bestimmt. Also zumindest die in dem Zellen. Ja. Ja, die Orangen, die sind ja nie negativ aufgefallen. Eben. Gut, außer in jedem Spiel. Außer, ne, aber ansonsten. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Woher soll ich wissen, was ich meine? Oh. Ist denn mein Gebäude fertig? Ich werd bekloppt, wenn man das Gebäude ist fertig. Kannst du dir nicht ausmalen, du.
Also Strom ist auf jeden Fall ziemlich teuer. Das kann man schon mal so sagen. Wenn wir hier die Ecke wegreißen und dafür so machen. Mal gucken. Also sind immer noch vier Bereiche, immer noch nicht fertig, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Die stellen sich aber schon ein bisschen an hier. Also jetzt haben wir ungefähr 2 Millionen ausgegeben. Das geht, ne? Ja. Kostet ja nichts. Wir müssen ja nur schauen, dass der Block dann einfach wirtschaftlich läuft. Dann lassen wir den einfach laufen und dann können wir die anderen Gefängnisteile bauen. Ja, dann geht das, ne? So, jetzt kosten sie alle nur noch 0 bei mir. Sehr gut. So kann man den Preis runterdrücken. Na, jetzt machen wir hier alles mit Hemden voll, ne? Damit auch jeder schön ein Hemd aufs Kopfkissen geklatscht kriegt. Die sollen ja auch alle in geschmeidigem Orange rumlaufen. Ja, was willst du sonst groß machen, ne? Haben die gar keinen. Ach, und die kleinen Fernseher haben sie? Ja, der große passt ja nicht richtig hin. Du hast ja gar keinen Computertisch genommen. Gibt's halt das? Ja, ich hatte es sogar heute angesprochen. Du hast geantwortet? Ja, weiß ich. Da arbeite aber nochmal nach. Die müssen doch Internet haben, damit die sich Pornos angucken können, du. Was soll denn hier für ein Aufstand kommen? Dann erotische Briefe schreiben. Ja, aber die Post, dann liest das wieder hier irgendjemand und du weißt ja, wie das ist. Das ist mein Ziel. Du willst die lesen, ne? Genau. Ekelhaft. Warum nicht, wenn so ein 65-jähriger Biker mit seiner 85-jährigen Freundin schreibt? Ja, da ist natürlich saftig, möchte ich sagen. Das ist. Aber hallo. Lalalalalala. Ja, ist ein ordentlicher Strom, der hier durchfließt, wa? Ich weiß aber nicht, warum die sich da so viel auf Lager legen. Das verstehe ich nicht.
was da noch alles fehlt, ist unglaublich. Ja, ist richtig Action hier, wa? Aber ich frage mich wirklich, warum die immer noch keinen Kantinenzugang haben. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Boah, die ist aber auch dreckig, die Kantine, ne? Was ist denn ein Hausmeister? Ja, ich weiß nicht, der arbeitet nicht so besonders. Also keine Ahnung. Finde ich nicht in Ordnung. Wir sind jetzt übrigens bei Tag 72. Den ersten Stein, also die erstes Fundament, haben wir an Tag 44 gebaut. Okay. Da siehst du mal, wie lange du geplant hast. Ist krass, ne? Mhm. Die haben die ersten 44 Tage nur Bäume abgeschlagen. Zugegeben, ist ja ein bisschen weniger geworden, wäre der Bug nicht da gewesen, ne? Aber. Mhm. Naja, aber das ist halt, glaube ich, auch der ganz große Nachteil, wenn du schon mehrere Gefängnisse hattest und auf dessen Geld aufbaust, dass du eben ja nicht mehr Schritt für Schritt baust, sondern ja einmal ein komplettes Gefängnis sozusagen baust, was natürlich ewig lange dauert. Ja, klar. Mhm. Ja? Gut, ist ja auch immer die Frage, ob das so sinnvoll ist oder hätte man nicht sagen können, weiß ich nicht, die ersten Gefangenen mit dem ersten Block oder so, ne? Weil selbst ja, die Einlieferung wird ja ewig dauern, ne? Ja gut, die Einlieferung machen wir nur Step by Step. Bei bisschen maximal. Ja, einfach überbelegen, ne? Ich meine, schau mal, wir sind ja eh noch lange noch nicht fertig hier mit dem, dass wir hier Einlieferung machen können. Fehlt ja noch. Die viel. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die ganze Wegeplanung. Das ist ja, das ist eine dann die ganzen Einsatzdinger zuordnen, wo was hinkommt. Bücherei brauchen wir noch, die Dings brauchen wir noch, die was war noch mehr L? Der Laden, genau. Wo soll der denn hin? Hier sind so viele Löcher in der Wand. Da, wo du gerade rauf bist. Einmal laden und einmal hier rein hin. Warum sind die Wände hier so komisch? Keine Ahnung. Frag nicht. Das müssen wir dann das nächste Mal noch machen. Wir müssen dann noch. Ein Hof, der muss noch gemacht werden. Die Sporthalle muss noch gemacht werden. Der Sicherheitsraum muss noch gemacht werden. Die ganzen Büros müssen noch gemacht werden. Ja. Hast noch viel zu tun, würde ich sagen. Ja. Ich ja jetzt nicht. Ich denke mal, beim nächste Woche schaffen wir es auf jeden Fall, dann die ersten Gefangenen reinzuholen. Ja, die Frage ist natürlich, spielen wir nächste Woche, ne? Na, wenn du nicht auf Geburtstag bist, dann ja. Warum? Wenn nicht, spielen wir halt am Sonntag. Das ist je nachdem, wie halt Zeit und so ist. Und wie es Safe Game ist. Ja, ja, das können wir uns ja auch noch angucken gleich. Das lassen wir erstmal fertig arbeiten, damit sie wirklich mal nichts tun. Und dann mal gucken. Wer, dass die nichts tun? Betonen die nicht. Du weißt doch, wie faul die sind. Ganz, ganz faul sind die.
Kommen die dazwischen? Kommen die nicht dazwischen? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das mal an. Man weiß es einfach nicht. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weil die paar Sachen, die haben sie ja schnell gebaut, das ist ja nicht das Problem. Aber es sieht so aus, als wenn nur noch zwei Blöcke fehlen würden, ne? Ha, wir kommen dem Ergebnis näher. Das wird super. Häftlingsuniform. Warum? Es ist noch nicht ein Häftling da, aber wir geben schon mal Geld für sowas aus, weißt du? Unglaublich. Natürlich. Aber auf noch keinem Bettchen liegt eine, weißt du? Hauptsache, die Läger sind schon mal voll. Spacken. Aber sie fangen schon mal an, Stromkabel zu legen. Das ist schon mal was. Kann man ja fast glücklich sein, ne? Ja, hallo. Noch Stunde, dann haben die aber alle Kabel gelegt. Hör mal, du. Diese wieder Häftlingsuniformen, Blech, Personalmahlzeiten, Bücher, Reihbuch. Na, so langsam. Hier und da blinkt noch ein bisschen Wasser auf. Aber ich frage mich, warum die die so komisch verteilt aufbauen. Das verstehe ich nicht so ganz. Verstehe, wer will. Den am Rand haben sie ganz schnell gemacht. Die in der Mitte lassen sich ewig Zeit mit. Oh, ich habe einen neuen Abonnenten auf YouTube. Was? Da gibt es Abonnenten? Da geht es ja richtig abwärts, wa? Und wenn du dann den Müllsortiersimulator spielen würdest. Hast du denn schon mal reingeguckt? Ist der empfehlenswert? Macht der Spaß? Kommt davon, was du als Spaß empfindest. Warum wird mir nicht angezeigt, dass hier jemand ein Video kommentiert hat? Wer macht denn sowas? Schreib dem gleich zurück und beleidige den. Das ist widerlich.